Oder die hüpfen viel. Okay, so sieht das einigermaßen okay aus. Wir müssen hier gucken, wie wir das da noch machen. Aber dafür brauchen wir alle Sandstein. Da will ich mich jetzt gar nicht groß drum kümmern. Funktioniert an sich. Ach, und wir müssen auch die Kühe füttern. Das ist wichtig. Verdammt. Wir brauchen doch Leder ohne Ende. Und wir haben doch so wenig. Ja, wir brauchen Leder für die ganzen Bücherregale im Hotel. Also ich glaube, bis das Hotel mal fertig ist, wird ewig viel Zeit vergehen. Und hier habe ich gerade eine Idee. Hier mache ich jetzt mal gerade den Schnee weg. Hier ist eben eine Ratte rausgesprungen. Die können anscheinend unter Halbstufen durch. Ja, die sind ja recht klein. Habe ich mir fast gedacht, dass die das können. Die hat mich angegriffen. Das böse Ding. Mhm. Ja, ich hab's schon wieder erwischt. Oh, wie die schreien. Das ist voll super. Wie Ratten wahrscheinlich, ne? Wie eine sterbende Frau. So ungefähr. Okay. Also wenn du weitere Interpretationen von Tieren hast, würden wir die natürlich gern hören. Ach, komm her, du elendes Vieh. Guck mal, jetzt haben wir hier echt viel Schnee beseitigt in ganz kurzer Zeit. Das ist ganz geil mit dem Wasser, dass wir das beim letzten Mal bemerkt haben. Es macht ja eigentlich Sinn, aber wir sind irgendwie nie so dahinter gestiegen. Oder wir haben nie dran gedacht, ne? Und es wird dunkel. Eldin, du musst schlafen gehen. Okay. Ah, eine Biene. Ich bin doch allergisch. Was legt dich hin, du? Ja, warte, Eldin. Ich bin fast da. Achso, du. Redest du mit dir selbst? Ja. Leg dich hin, du. Meine Beine wollten sich nicht hinlegen. Bist du jetzt Hindu? Ja, jetzt bin ich Hindu. Leg dich hin, du Hindu. Guck mal, jetzt bist du ja derjenige, der hier ewig braucht. Ja, aber ich darf das, ja? Weil ich der mit der Kamera am Kopf bin. Oh toll, du darfst dir alles rausnehmen, ja? Ja, ich bin das Kamerakind. Mhm. Ich bin das Kind vom Lehrer. Edgy Bitch. Ach, Ratte. Ah! Oh, noch eine. Ah! Alien kämpft wieder gegen ihre Familie. Ich habe schon ganz viele rohes Rattenfleisch. Ganz viele rohes Rattenfleisch. Ich mir wieder welche braten. Ich glaube, wir hatten schon wieder keinen Weizen, oder? Also es müsste ja drüben sein, aber ich glaube, da war nichts. Und das ist Kacke. Finde ich nicht gut. Und ich muss die Schneebälle loswerden. Ach, will ich jetzt wirklich ein Feld abernten? Ich glaube nicht, oder? Naja, okay, wir lassen das erst, oder? Machen wir. Ich muss es tun. Fühlst du dich dazu verpflichtet? Ja, ich musste die Kühe vermehren, aber ich finde das mit den Felder abmähen jetzt während der Aufnahme auch nicht immer so spannend. Ach so. Weil sonst hast du irgendwie, wenn du 300 Folgen auf hast, schon mal 10 Minuten damit verbracht, irgendwie so ein bisschen... Ja, sonst kann ich das auch machen, wenn du möchtest. Ja, los. Gehe deiner Arbeit nach, Alien. Hier ist jetzt gerade so ein komischer Golem reingefallen. So ein kleiner? Mhm. Ich glaube, das werde ich mir auch mal angucken, wie die Monsterfalle so unter solchen Bedingungen arbeiten kann. Ja, dann komm mal vorbei. Ich meine, ich muss jetzt auch sagen, ich habe mich jetzt mittlerweile ganz schön an das Klicken gewöhnt. Du klickst ja die ganze Zeit durch. Es ist schon ein Hintergrundgeräusch geworden. Da ist gerade ein Creeper drin explodiert. Dann komm da raus. Aber es ist nichts passiert. Ah gut, ist ja Wasser, ne? Von daher Glück gehabt. Aber warum ist er denn explodiert? Wegen dir? Ich glaube, wegen diesem Golem. Da war so ein Golem drin und ein Creeper. Und der Creeper ist explodiert. Vielleicht mögen die sich nicht. Kann sein. Ich meine, ich mag Golems auch nicht. Und es sieht so schön aus, wenn das alles bepflanzt ist. Mein Gott. Also hier kommen unendlich viele Creeper runter. Unendlich. Aber ich wollte doch eigentlich Skelette haben für Knochen. Ja, das wäre eigentlich viel cooler. Hä? Hier hat etwas Wasser gedroppt. Wasser? Ja, in der Kiste ist jetzt Wasser. Wie Wasser? Ein Eimer oder was? Nee, so Wasser einfach. Als Block oder was? Hm? Interessant, ob das alles so richtig ist. Wohl von den Golems oder so. Tatsächlich, hier ist Wasser drin. Das ist cool. Wir können es gebrauchen. Und du hast dir irgendwie die Beschriftung vom Zombie-Ding abgemacht. Hä? Das war auf jeden Fall dran, da bin ich mir ziemlich sicher. Das war dann vielleicht eine Ratte, aber ich war das nicht. Ja, oder vielleicht, ach, im Moment gehen ja auch die Schilder nicht immer. Vielleicht ist es auch davon. Knochenmehl geben? Du mir geben? So, ja. Du Hindu? Ja. Mehr konnte 39, ich nicht. Ist doch okay. Guck mal hier, 4 Creeper sind drin. Ich weiß nicht, hat sich jetzt irgendwie die Spawnrate verändert dadurch? Ja, das kann sein, ne? Dass dadurch vielleicht weniger normale Zombies und Skelette spawnen oder so. Aber mehr Creeper, weil Creeper cool sind, laut der Mod. Ich habe keine Ahnung.
Ah, guck mal, da ist ein Zombie. Also, es hält sich im Ganzen. Da ist auch ein Skelett. Wunderbar. Zwei. Alles, was ich brauche. Ich weiß nicht, wie dann da so. Ich kenne mich mit den Spawn-Verhältnissen da nicht aus. Ach, du weißt ja auch gar nichts. Warst nicht in der Minecraft-Schule? Minecraft-Kunde? Hatte doch jedes Kind im Unterricht, Mensch. Ja, so. Komm, das Deck machen wir noch voll, würde ich sagen, wenn jetzt hier mal irgendwas kommt. Ah, noch sehr gut. Genau, was ich brauche. Schön. Mit Helm. Das hatte trotzdem keine Chance. Ah, oh, da sind auch Knochen reingefallen. Mehr, mehr. Ja, genau. Ja, jetzt auf einmal kommen sie. Noch ein Skelett. Wunderbar. Also man müsste irgendwie per Hebel einstellen können, was da jetzt runterkommt. Das wäre super. Los, Ratte, komm runter. Genau, ich will mal eine Ratte sehen. Die sind voll lustig, wenn die hier rumlaufen. Achso, die fallen dann hier durch und rennen dann hier rum, ja? Ja. Da benutzt sie wieder die Holzkohle. Aber Holzkohle ist okay. Die habe ich gerade selbst gemacht, ja? Ja, erlaube ich dir auch. Wahrscheinlich aus Schwarzeichenholz. Nein, aus normalem Eichenholz. Ich glaube dir nichts. Ja, ich glaube, gerade das glaube ich dir nicht. Ich guck gerade, was hier unten so ist. Ist da irgendwas? Da dürfte zumindest nicht sein. Das würde mich sehr wundern. Zumindest die Gänge, in denen ich schon war, die sind ja abgeschlossen. Ne? Also hier habe ich immer noch keine Beschriftung dran. Schande über mich. Ja, ist wohl nichts. Kommt aber alles noch. Oh, da ist ein neues Skelett. Und vielen Dank, dass du übrigens für mich gerade das Feld aberntest. Wieso? Ich musste doch noch Knochenmehl sammeln. Ja, dafür bin ich doch jetzt hier. So. Ich habe jetzt 63, ich brauche auch nichts mehr, das reicht mir erstmal. Ja gut. Ich will nämlich noch ein paar Bäumchen pflanzen. Zumindest den Weg zum Hotel möchte ich noch ein bisschen weitermachen. Denn das, wenn man das schon fertig hat, dann ist ja optisch schon einiges getan. Man sieht es ja auch an den Bäumen, die wir schon gepflanzt haben, was die alles ausmachen. Ich bin schon oben, ja. Ach so. Siehst du, du bist immer so schnell weg. Da kommt man gar nicht hinterher. Bin ich so schnell oder bist du so langsam, Alien? Ich weiß es nicht. Und ich springe gerade nochmal in den Teich. Ich auch nicht. Und ich würde sagen, beim nächsten Mal machen wir einen kleinen Angelstopp. Ja, okay. Es wurde auch gesagt, die Leute wünschen sich vielleicht mal so eine Extra-Folge oder so, dann könnte man das eigentlich gut anpassen. Weil Angeln ja jetzt über die Zeit auch nicht das Spannendste ist, dass man sagt, es kommt jetzt eine normale Folge und gleichzeitig noch eine kleine Angelfolge oder so. Dann könnte man das gut verbinden. Die Leute, die es nicht interessiert, die schalten dann einfach weg, aber wir können uns über irgendwelchen Plausch unterhalten. Ja, da habe ich nichts gegen. Ja, da habe ich nichts gegen. Ja, ist so. Ist so. Von daher wäre es auch cool, wenn die Leute vielleicht nochmal so in die Kommentare schreiben, über was wir denn vielleicht, wenn wir jetzt ein Angelmeeting machen, so bereden sollen. Das fände ich auf jeden Fall total toll. Dann ernte ich jetzt. Wenn die Leute dazu irgendwas schreiben. Und ich züchte jetzt meine Schwarzeiche. Okay. Dann versuch das, dein Glück mal. Wo wirst du die denn züchten? Achso, Moment, wir haben 8 Setzlinge, ne? Ich glaube, ich züchte einen und dann holze ich die, oder? Mach doch lieber erstmal einen. Man braucht ja 8 Setzlinge, soweit ich das weiß, oder? Oder habe ich mich da falsch informiert? Ich dachte 4 Setzlinge für einen. Achso, ja, das meinte ich ja auch. Komm mal mit, wir machen das mal oben. Soll ich mitkommen? Ja, klar, komm, das darfst du jetzt angucken. Und ich finde auch diesen Eichenbaum da ziemlich fett. Bist du bei der, wo bist du? Ich bin am Lagerhaus rechts abgebogen. Oh. Ich bin an dir vorbeigelaufen. Achso, ich wusste ja nicht, wo du die Eiche pflanzen möchtest. Ja, da oben ist viel Platz, deswegen möchte ich es dort oben an. Guck mal, der Eichenbaum dort ist auch riesig, oder? Ja. Der ist krass. Das sieht aber hier eigentlich ziemlich cool aus mit dem Blumen. Ja, ne, ich habe auch nochmal so ein bisschen eine Kante reingeschnitten an der einen Ecke, von daher geht das schon. Und guck mal, so kommst du dorthin. Also ich möchte das alles pflanzen bis zum Hotel. Das soll so ein kleiner dunkler Pfad irgendwie werden. Das soll sogar absichtlich so werden. Und dann kann man loslegen. So, pass auf. Also ich meine, dass es mit 4 Setzlingen war. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber da. Oh. Schick. Den werden wir jetzt aber abholzen, um mehr Setzlinge zu bekommen. Soll ich helfen? Ja. Okay. Dann helfe ich dir. Und danach ernte ich das Weizenfeld und dann gehe ich zum Hexenhaus. Siehst du, ich habe heute wieder ganz viel zu tun. Oh, mein Gott. Und die Hälfte ist auch wieder... Ich wollte gerade sagen, die Hälfte ist nur das, was du machen willst. Wieso? Du hast das Hexenhaus extra für mich gebaut. Ja, da muss ich ja auch das pflegen. Ja, das ist auch richtig. Ja. Das ist ja auch ab und zu mal okay. Davor mache ich ja auch was Sinnvolles. Ist okay, ich sag doch nichts weiter. Gut.
Vielleicht hätten wir mehr... Ach, das ist der... Oh, jetzt klaut sie schon. Jetzt klaut sie schon. Also Sammy. Vier müssen ja rauskommen, damit sich das in irgendeiner Weise lohnt. Sonst müssen wir bald nochmal Setzlinge holen. Mhm. Der ist aber recht wenig... Da ist der zweite. Den dritten sehe ich auch schon. Okay. Da ist der dritte. Plopp. Ich glaube, ich sehe noch einen, oder? Ist da irgendwo einer? Nee, das ist nur der Shader. Äpfelchen ist da auf jeden Fall. Mm, yum, yum, ne. Dann hat es sich ja gelohnt, dass wir die geholt haben. Ja. Los, Setzling. Ich beobachte in der Zwischenzeit diese Kuh, die einfach hinter Alien lang geht. Dü. Wo das denn? Achso, da hinten im Wald. Also hinter dem Baum. Kuh. Du bist Hindu. Kühe sind für dich heilig. Sei nett zu ihnen. Ja, gerade muss ich sagen, also wenn jetzt nur drei rauskommen, dann haben wir schon Verlust gemacht. Verdammt. Ich weiß nicht, ob die hier auch eine schlechtere Spawnrate haben, die Setzlinge, dass man das quasi in deren Biom machen muss. Fände ich jetzt aber echt uncool. Ich meine, ein bisschen Holz davon haben wir, das ist kein Problem. Daran soll es nicht scheitern. Ich glaube, da haben wir auch 3-4 Stacks von Holz, also das ist nicht so das Problem. Aber ich möchte sie ja züchten, am besten möchte ich sie auch so ein bisschen mit einbinden. Da kommt nichts, oder? Noch der Apfel, glaube ich. Nur der Apfel. Nur der Apfel! Ich gucke mir das mal von oben an. Da kommt einer. Juhu. Also es ist plus minus null bisher. Okay. So einer plus wäre okay, ne? Es wird jetzt schlagartig dunkel. Das liegt auch an diesem Shader, wie schnell es denn dunkel wird, ist echt krass. Wollen wir gerade mal schlafen gehen? Ja. Ich gehe ins Hotel. Ich gehe auch mit ins Hotel. Dann schlafen wir wieder nebeneinander. Ja und, hast du was gegen? In meinem sensationell gebauten Mitarbeiterschlafraum, der wunderschön ist. Tür zu. Guck mal, das ist jetzt der aktuelle Brunnen. Ja, doch. Der ist noch nicht ganz fertig. Ich habe hier auch ein Loch reingebuddelt oben, wie du siehst. Ja. Falls du es siehst, hast du wahrscheinlich gar nicht gesehen, ne? Ich sehe es. Und wofür ist das? Da soll nachher so ein bisschen Licht reinkommen. Wir müssen mal gucken, wie wir das mit dem Dach machen, aber sonst wirkt das alles so bedrückend. Kommen Sie rein. So, gute Nacht. Gute Nacht. Ach du liebes bisschen. Ich darf schlafen. Ich weiß nicht, was heute los ist. Sprachfehler ohne Ende. Mann, es ist einfach zu spät. Und man sollte nicht wieder mit 10 Promille aufnehmen, wie ich ja immer habe. Also ihr müsst wissen, ich saufe immer total viel vor der Aufnahme. Ich muss mir den Mut antrinken, mit der Alien aufzunehmen. Oh. Das ist sonst einfach zu traurig. Da ist noch ein Setzling. Juhu. Cool, da kamen jetzt 5 Setzlinge raus. Das ist doch praktisch. An sich eine coole Geschichte. Oh, da ist ein orangenes Schaf. Cool. Oder, Moment, wie viele Setzlinge hast du? 3. Okay, gut. Dann waren es wirklich 5. Soll ich dir die mal eben geben? Ja, gib mal her. Da. Und hier kriegst du auch das Schwarzeichenholz. Scheiße, ich hab sie wieder eingesammelt. Da. Hast du sie? Ja, ich hab sie. Passt. Okay. Dann werde ich nämlich jetzt hier mal versuchen, ab und zu die Schwarzeichen zu züchten. Und nebenbei mache ich das Ganze hier weiter mit dem... Ich gehe ernten. Mit den Bäumen. Ja, mach du mal. Das ist okay. Komm. Soll ich doch machen, wenn ich... Ja, ist okay. Oh, sag mal, spinnst du? Nein. Deswegen, ich lass dich doch machen. Ja. Ja, das sollst du auch. Und dann kannst du direkt mal die Kühe füttern. Ja, mache ich auch. So. Dann hast du heute wieder eine sinnvolle Tat vollbracht. Ja, es ist ja auch wichtig, immer eine gute Tat zu vollbringen. Ja. Und die hast du ja heute noch nicht vollbracht. Ich habe letztens noch eine gute Tat vollbracht, das weiß die Ellen auch, habe ich dir schon erzählt. Aber das Publikum weiß das ja noch nicht, was ich für ein netter Bub bin. Ja, ich bin ja kein Lausbub, ich bin ein netter Bub. Und da war ich gerade einkaufen, erzähle ich jetzt einfach mal so am Rande, weil wir gerade eh hier so am Hacken sind. Und bin ich an einer alten Frau vorbeigegangen und dann meinte sie plötzlich, Entschuldigung, könnten Sie mir mal helfen? Und dann musste ich dir das Auto ausparken, das war echt witzig. Ich glaube, das Auto war fast so alt wie die, hat eigentlich nur noch der Reichsadler drauf gefehlt. Also das war gar nicht mal so leicht, dieses Auto umzusetzen, aber ich hab's getan, ja. Ja, hast du das gut geschafft. Ja, und dann muss ich sagen, bin ich auch so ein bisschen stolz, ja, dass ich auch so charismatisch bin, dass die Dame zu mir gekommen ist. Ah. Ja, ich meine, man kann ja auch an andere Leute geraten, so an so Assis. Ich denke mal, solche alten Leute werden dann solche blöden Fritzen nicht ansprechen, ne? Aber was machst du denn als alter,
als alter Herr oder alte Dame, wenn da niemand ist, dem, der dir hilft oder so. Ja, ich meine, da können die unsere Zuschauer auch mal schreiben, wie das bei denen ist. Und wurden die auch schon mal gefragt, ob die anderen Leuten helfen, so über die Straße oder sowas. Das habe ich bis jetzt noch nicht gemacht. Aber ich muss sagen, bis jetzt sind mir auch wenig so Leute begegnet. Ja, du bist halt nicht so charismatisch, ja. Ich bin ja echt so ein Siegertyp. Also meine Ausstrahlung ist so Siegertyp-mäßig. Und ich bin auch halt auch sehr bescheiden. Das strahlt mich halt aus. Ja. Das macht mich einfach aus, dass ich so ein bescheidener Typ bin. Okay. Das glaube ich dir jetzt aber nicht so. Okay. Ja, das kam auch irgendwie so rüber, ne? Als ob du mir nicht glaubst. Ich weiß nicht wieso. Dabei bin ich doch so ein charismatischer Typ. Ich weiß nicht, ob du immer so ein charismatischer Typ bist. Doch, immer. Nein, oh Gott, jetzt habe ich mich schon wieder erschrocken vor diesem Bassgeräusch, aber die Libellen sind das ja. Ja, ich weiß nicht, hatten wir die Libellen früher schon mal? Die sind, glaube ich, noch nicht so alt. Die haben so einen richtig dröhnenden Basston. Es waren noch nicht so viele da. Also, wenn ihr das dann am Laptop seht und ihr seht so eine Libelle, dann werdet ihr die wahrscheinlich nicht hören, weil die hat so einen richtig tiefen Basston. Da braucht man schon größere Membranen für auf den Kopfhörern. Aber es ist immer voll erschreckend. Weil man denkt, da stände jetzt draußen vor dem Fenster irgendwie jemand im Auto mit so einem fetten Bass an, aber das ist nur eine Libelle. Ich glaube, mit den Schwarzeichen ist es schwer, Plus zu machen. Da müssen wir irgendwann nochmal eine Tour machen. Vielleicht macht man da immer nur einen Plus. Nee, im Moment habe ich zwei weniger rausbekommen. Ui. Ja, deswegen. Ich möchte die auch in der Baumfarm züchten, aber wenn das so nicht geht, ist das ja auch kacke. Jetzt kriege ich hier so viel Schnee, das ist so ätzend. Obwohl es ja langsam mit den Tropenbäumen auch geht. Ne? Ja, es ist auch Zufall. Wir hatten ja auch schon mal wieder einen Minus gemacht. Mhm. Bei 8 Bäumen und das ist halt uncool. So, hier kommt der Weg runter. Ach, jetzt habe ich keine Setzlinge von anderen Sachen dabei. Das ist richtig geil. Ich bin richtig gut vorbereitet. Das zeichnet mich auch aus. Oder generell unsere Minecraft-Aufnahmen, dass wir so gut vorbereitet sind. Ich werde von Hühnern verfolgt. Ja, so geht's mir auch immer. Ich besame gerade das Feld. Okay, dein Pferd ist angebunden, ich wollte schon sagen. Ich wollte dich schon belehren. Ja? Mhm. Nee, bei meinem Pferd bin ich vorsichtig, ja? Außer es läuft direkt ein Kaktus in einen Kaktus. Aber ja, das gut, hat das selbstständig gemacht, ja? Damit kann man auch nicht rechnen, ganz ehrlich, dass ein Pferd so blöd ist. Ja, wer geht denn davon aus, dass die einfach in den Kaktus springen? Wie so ein Selbstmordkommando. Ich will nicht mehr leben mit dieser Hälterin. Ja, Kaktus! Die Alien, die ist so schwer, da stürze ich mich lieber in einen Kaktus. Mit dem Gesicht. Ich auch versuchen. Mit den Genitalien zuerst. Ich möchte nicht mehr leben. Mein Leben ist scheiße. Ich möchte einen Kaktus haben. Ich möchte einen Kaktus in mir haben. Ich möchte ihn tief in mir drin spüren. Oh. Und dann fühlen die sich weiß das ein nicht, wie so ein... woran du da wieder denkst. Wie so ein Dolch, weißt du, dann rammen die sich den in einfach rein. Muss das sein? Muss das sein? Okay, wir haben das ja hier schon abgeflacht. Ah, hier sind noch die halben Bäume vom Waldbrand. Genau, die Alien unterstellt mir immer Sachen, das war echt der Waldbrand. Es ist nicht so, dass ich die Bäume stehen lasse. Nein, nein, nein. Das war der Waldbrand. Lassen wir dieses Loch, ich glaube. Obwohl, kann man auch lassen. Ist natürlich, ne? Da könnten wir zumindest einen Baum reinstellen. Und dann nehme ich auch mal den normalen, glaube ich. Was, beschweren sie sich schon wieder? Ich mache meine Schafe nach. Mäh, mäh. Sie möchte sich als eines von ihnen tarnen. Aber ich glaube, die sind schlauer als du. Die werden das durchschauen. Ja, meinst du, dass die schlauer sind als ich? Auf jeden Fall. Danke. Die sind ja nicht so doof. Also die sehen vielleicht... Oh, Kacke. Ich habe wieder die Samen von dem anderen Feld weggemacht. Mit der Wassertaktik. Ach, du dickes Lieschen. Ja. Ja, aber hast du denn noch nie so eine gute Tat vollbracht, um nochmal zu dem Thema zurückzukommen? Ist nichts in deinem Leben passiert, wo du sagst, dass du darauf stolz wärst? Doch, ich habe einmal mit meiner anderen Schwester, meiner kleinsten Schwester, das Leben gerettet. Oh, wie habt ihr das denn gemacht? Meine kleinste Schwester war früher immer so, als wir draußen waren. Wir haben ja einen Gartenteich. Ja. Und meine 16-jährige Schwester und ich, wir haben gespielt so im Vorgarten. Und meine kleinste Schwester war auch irgendwie draußen, aber wir haben die gar nicht richtig bemerkt. Auf einmal haben wir nur so ein Planschen gehört. Und dann haben wir uns gewundert, weil das Planschen war doch schon ziemlich laut für einen Fisch.
Ja, und dann war meine Schwester im Teich. Und wie alt war die da? Weiß ich nicht. 2. Okay. Noch nicht alt. Ich weiß auch gar nicht, was sie da jetzt genau gemacht hat. Ob die einfach irgendwie rausgeschlüpft ist aus der Haustür oder wie auch immer. Wir haben das gar nicht so richtig mitbekommen. Ja, und dann haben wir sie aber noch gesehen und rausgefischt. Haben sie gefragt, was die da gemacht hat im Teich. Das war der dickste Brocken im Teich. Ja. Aber keine Ahnung, die hat dazu dann danach auch gar nicht so viel gesagt. Wir haben einfach nur gefragt, was hast du denn da im Teich gemacht? Und die meinte einfach nur, ja, ich habe mir die Fische angeguckt. Ja, einfach mal aus nächster Nähe. Ich meine, die Kinder von heute, die brauchen einfach immer mehr Action, ne? Das ist einfach nicht so Fischteich. Also eigentlich also, hatte sie voll Glück, wären wir jetzt nicht da vorne gewesen und hätten gespielt und hätten das gehört, dass da irgendwas planscht, dann wäre die wahrscheinlich ertrunken. Okay, ja, dann hast du wenigstens deinem Leben eine gute Tat vollbracht. Das ja, ist doch schon mal so, was. Keine Ahnung, bei so älteren Leuten ist mir bis jetzt noch nichts, ist bis jetzt noch nichts passiert irgendwie, wo ich einschreiten musste. Okay.